Nein, außer bei Moritz waren sie dann gestoppt. Oh, jetzt wird es hinkommen. Leider zu spät. Wir haben jetzt noch 50 Minuten, schaffen wir den Flug oder? So will ich das sehen, wie heute. Ja, so ist Porno. Ist nicht Porno? Zeig mal. Das ist Baba. Oh. Jungs? Hallo. Welcome to Turkey. Die Leute, wir sind angekommen. Wir warten jetzt hier auf den Mietwagen. Ich bin hier mit Cenk und Mabbe. Die Jungs sind drüben. Aber lass den bitte. Wir nehmen sich den Mietwagen. Mein Vater hat mir ja das Video von Young mit Cash gesendet, ne? Als ja. Wir auf der Party waren und dann die ganzen Sachen abmontiert haben, ich dachte mir so, was kommt jetzt? Was ist das? Das sind Drogen, Mann! Hä, warte, gab's da komische Sequenzen mit dir? Nein, also eigentlich nicht, also du ja. Nein, aber das sind halt allgemein so Vlogs im Video. Ich dachte, jetzt kommt die Ansage meines Lebens so. Und er schickt das Video dann so, sehr tolles Video und tolles Lied. Ey, meine Mutter hat auch die ganzen Vlogs gesehen und ich kiff da ja auch. Okay, Augen zu und durch. Es geht doch. Ich bin fick und fertig. Auf die Mitte. Mein Job. Damit du Liebe erkennst. Digga, ich schaff's. Wir sind angekommen. Zu Hause. Eine Stunde später. Zwei Stunden später. Digga, so mean, dass wir keine Switch mitgenommen haben. Ja. Digga, das ist so mean. Lass türkische Switch holen. Guten Tag, meine Damen und Herren, willkommen hier in der Kara Street. Das ist, wo Kara seinen Ursprung gefunden hat. Ist ja für mich das zweite Mal Türkei und ich muss sagen, wir ziehen. Vorher? Istanbul war ich gewesen. Wir waren ja im Hotel und ich muss sagen, so habe ich mir Türkei vorgestellt. Genau so, wie es jetzt gerade ausschaut. Also auch mit diesen Häusern und so und dieser Flair. Ich habe hier in Antalya und sowas, da kriegst du sowas gar nicht mit. Digga, also da, wo wir waren, halt schon so richtig Stadt. Mir ist dann eher so noch ein bisschen türkisch, aber Izmir sieht auch geisteskrank geil aus. Und die eine, ich würde mich nicht mit der anlegen, Digga, die hat nur noch ein halbes Ohr. Die sieht nur scheiße aus, ne? Du machst alles, Digga. Kleiner Big Mann, komm mal her. Sieht aus, als würde die eigentlich angreifen. Die hat auch einfach gelbe Augen. Das ist der scheiß Chef hier, Mann. Eine Hitler-Frisur, was soll denn das? Aber ja. Wir haben jetzt einen Tourguide bekommen. Weil wir wollen einen Geldautomaten auftreiben. Wir haben einen Cousin bekommen. Ich zeig uns jetzt, wo wir Cash kriegen. Der Cash bedeckt. Danach kriegt er Chicken Nuggets und Pommes. Stell dir vor, er zieht uns jetzt mies ab. Er geht jetzt mit uns in so einen Hinterhof, in so eine Ecke. Den kenn ich so. Und dann hält er so 9 mm auf. Aber wir sind schon verdächtig, wo wir jetzt hingehen. Ja. Sieht jetzt nicht nach Automat aus, Digga. Das ist suspicious. Was ist? Er ist voll süß, ja. Sieht aus, hat der weiche Haut. Er weiß selber ganz voll an. Wird immer langsam. Was haben wir denn jetzt? So in Wien einfach abziehen? Nächsten Tag. Zeig euch jetzt mal jemanden. Cousin. Hallo. Hast du gut geschlafen, Peter? Ja. Du? Geht. Hab nicht geträumt. Ich hab geschlafen wie ein Haiwan. Jetzt gehen wir frühstücken am Meer. Und was wirst du gleich mampfen? Sucuk und Ei. Geil. Frische Brötchen mit Butter. Türkending. Das kennen wir nicht in Deutschland. Finger weg von TikTok. Finger weg vom Wichsen. Finger weg von deiner Sucuk-Wurst. Nur deswegen habe ich Fußschmerzen, Digga. Ich kann nicht mehr laufen. Viel Jackson. Wir haben jetzt die Aufgabe von Bears bekommen, dass wir Frühstück besorgen sollen. Guck mal, was sieht die in Deutschland nicht hier? Palmen. Wie geht's dir noch? Hast du schon Hunger? Bisschen, wa? Ich glaub schon. Oh. Kommt nicht rein in den Video. Die Schnauze? Ich werde alles tun. Ich hab keine Schnauze. So. Oh, Sixpack, Bruder. Ja, Sixpack. Keine Longpipes in der Türkei, Digga. Nein, nein, nein. Das ist nicht gut. Da gibt's schon eine Vorgeschichte. Du hattest ja mal Ort in deiner Tasche mit, wo wir in Istanbul waren, ne? Ja, ja, ich hatte Ort mitgenommen. Ja, aber unbewusst. Hat keiner gecheckt, oder? Hat keiner gecheckt.
wäre dich geil. Wunderherz. Ich mach erst Video, wenn alles da ist. Babu, Renko. Die haben mich hier eingesperrt, Alter. Wir haben mal kurz Kacken und die haben mich hier eingesperrt, Digga. Hast du das schon gesehen? Nee. Die Jungs chillen am Strand und ich bin hier ganz allein im Haus und bin hier eingesperrt, Digga. Mann, Digga, die Jungs haben Spaß am Strand und chill hier. Ihr ja, dreckigen. Ich hab schon damit gerechnet, dass wir die Tür hier aufmachen und du einfach so vor der Tür hängst. Bin ein. Du weißt ja. Ja? Unsere Türkischkenntnisse, Digga. Hast du Geld bei? Bei. Bist du Ball kaufen? Ja. Ja? Ich wollte den gelben, oder? Der sieht doch aus wie ein klassischer Volleyball. Ja. Ja, wolltest du dich Morre? Die Geburtstag für mich. Morre hat seinen ersten Ball gekauft. Ja. Completed. We did it. Wir machen das gleich. Mach mal ein Tutorial, wie man diese Nuts ist, Bro. Du musst hier vorne rauf. Ja. So ein bisschen, dann ist es angebrochen. Ja, ich sehe schon. Dann geht es so ein bisschen auf, dann ist so, hast du so. Und dann ziehst du auf. Oh. Nochmal eine Pose, Cousin. Pose. Benjamin und Ibrahim sind seit über einem Jahr ein Paar. Ibrahim ist vor 5 Jahren nach Deutschland geflüchtet. Wir gehen jetzt dann raus. Tschüss, Jungs. Also, ich habe mir eine geklärt. Komm, die haben hier alles in so kleinen Flaschen, ist mir aufgefallen. In so Babyflaschen. Bayers.